Wir wollen also Einblick geben in die Geschichte eines Nationalparks und überlegen, wie man einen solchen historisieren kann. Wir wollen konzeptionelle und empirische Aspekte zusammenbringen. Als Aufhänger habe ich hier ein Bild gewählt, das für die Auflösung der Sowjetunion im Jahre 1991 steht. Die Staatschefs Russlands, der Ukraine und Weißrusslands unterzeichnen hier den Vertrag über die Auflösung der Sowjetunion. Die Republik Belarus wurde unabhängig und der Kalte Krieg schien der Vergangenheit anzugehören. Im Mai 2004 wurde Polen in die Europäische Union aufgenommen. Seitdem markiert der Wald angeblich wieder die Grenze zwischen der freien Welt und der letzten Diktatur Europas, in Anführungszeichen. Denn der Schein trügt. Als die UNESCO das komplette Gebiet auf beiden Seiten der Grenze im Juni 2014 zum Welterbe erhob, offenbarte sich eine Ironie der Geschichte. Während sich das Lukaschenko-Regime im Ring um internationales Prestige dem Nationalparkgedanken verschreibt, lässt die polnische Peace-Regierung aus ökonomischen Gründen seit November 2015 wieder Holz schlagen. Die Umwelt ist also zu einem Politikum ersten Ranges geworden. Dabei verbindet sich mit der Pusha, dem Urwald oder der Wildnis von Białowieża, nicht nur ein Naturschauspiel, sondern auch ein kultureller Mythos. Und wie eben gesagt, möchte ich heute die Ergebnisse eines DFG-Projektes vorstellen, an dem auch noch Alexander Dalhuski und Markus Kroska mitgewirkt haben. Wir haben zu dritt eine gemeinsame Monographie geschrieben, deren Ergebnisse ich heute präsentiere. Als wir den Antrag einreichten, wurde im Rothaargebirge gerade eine Gruppe Wiesente ausgewildert. Der in der frühen Neuzeit ansonsten ausgerottete Wiesent hatte im 18. Jahrhundert nur noch im Wald von Białowieża eine Heimstätte gefunden. Aus deutscher Sicht bot dieser Wald bis in den Zweiten Weltkrieg eine mentale Projektionsfläche für Urwildnisfantasien. Dazu gehörten Bestrebungen einer Germanisierung des größten europäischen Landsäugetiers. Das heißt, in historischer Perspektive wohnt dem Bad Berle, der Bad Berleburger Initiative eine gewisse Brisanz inne. In unserem Projekt haben wir es mit dem letzten Flachland-Urwald Europas zu tun. Auf der Karte ist ein von Wiesen, Sümpfen und Wasserlaufen unterbrochenes Areal von 1500 Quadratkilometern Größe zu sehen. Es wird seit dem Zweiten Weltkrieg von einer Staatsgrenze durchschnitten. In der Mitte befindet sich die Lichtung mit der Gemeinde Białowieża, dem Sitz der polnischen Nationalparkverwaltung. Am südlichen Rand liegt die Siedlung Kamieniuki, der Sitz der weißrussischen Nationalparkverwaltung. Die an den Wald grenzenden Äcker und Felder weisen auf die landwirtschaftliche Nutzung des Umlandes hin. Aus umweltgeschichtlicher Perspektive stellt sich nicht nur die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Natur, sondern auch nach der Beziehung von Wildnis und Welterbe. Welches Ausmaß nahmen menschliche Interventionen an und welche Wirkungsmacht entfaltete die Natur? Wie beeinflussen internationale Konzepte von Nachhaltigkeit und Biodiversität die sozioökonomische Entwicklung vor Ort? Aus regionalgeschichtlicher Perspektive ist sowohl die Kontaktzone der Landschaften Podlachien und Polesien zu thematisieren, als auch die Kategorie der hiesigen zu problematisieren.
Welche Herrschaftssysteme und politischen Regime wurden etabliert und welche Identitäten oder Loyalitäten dabei geschaffen? Wie wirkte sich die Veränderung der politischen Grenzen auf das nationale Bewusstsein aus? Wenn der Nationalpark als Klammer zwischen dem umweltgeschichtlichen und dem regionalgeschichtlichen Ansatz fungiert, dann ist ferner nach der Interaktion von einheimischen Bauern, zugewanderten Förstern und Wissenschaftlern sowie auswärtigen Naturschützern zu fragen. Welche Rolle spielt der Wiesent vor Ort? Welche Bedeutung hat der Forst? Wie gestaltet sich die Kooperation zwischen Polen und Weißrussen? Warum setzte sich die amerikanische Idee des Nationalparks an der östlichen Peripherie Europas durch? Warum standen die beiden Zäsuren deutscher Besatzung im Zeichen der Ostkolonisation? Zur Beantwortung dieser Fragen werden wir in einem ersten Schritt Schlaglichter auf die zentralen Mythen werfen und dann in einem zweiten Schritt Grundzüge der historischen Entwicklung erörtern. Erster Mythos. Weil der Wald von Białowieża in der frühen Neuzeit zum Großfürstentum Litauen gehörte, sprach der Kunsthistoriker Simon Sharma in seinem Buch Landscape and Memory vom Reich des litauischen Wiesens. In Bezug auf das 1795 an das Zarenreich gefallene Gebiet knüpfte Sharma dabei an den Litauen-Mythos an, der im 19. Jahrhundert von polnischen Romantikern im Zeichen des Messianismus gepflegt wurde. Seinerzeit verneigte sich der Nationaldichter Adam Mickiewicz in seinen Werken vor den jahrhundertealten Bäumen als Zeitgenossen der polnischen Könige und bezeichnete den Wiesent und andere Tiere beiläufig als Imperatoren des Urwalds. Auf dieser Grundlage stilisierte Sharma den litauischen Urwald zu einem Erinnerungsort, der gleichermaßen für den Aufstand gegen zarische Bevormundung wie den Widerstand gegen die nationalsozialistische und kommunistische Besatzung steht. Die Undurchdringlichkeit des Waldes symbolisiere Unregierbarkeit, die Baumriesen repräsentierten die Beständigkeit von Helden und der Wiesent geriere sich als Talisman des Überlebens. Der Titel Imperator des Urwalds hat sich auf dem Sockel einer Wiesenstatue niedergeschlagen, die 2001 in der polnischen Kleinstadt Hajnówka errichtet wurde. Dagegen geht der Wiesent beim Denkmal im benachbarten weißrussischen Kamenetz seit 1988 lediglich als Begleiter des Baumeisters Alexa, der im 13. Jahrhundert an dieser Stelle einen Turm errichtete. Um die russischen Ursprünge der Region zu unterstreichen, wird dafür gelegentlich die Bezeichnung Białowieża oder Weißer Turm verwendet. Zweiter Mythos. Im Jahre 2009 wurde auf der polnischen wie auf der weißrussischen Seite des Nationalparks das 600-jährige Jubiläum staatlichen Naturschutzes gefeiert. Damit wurde auf eine für das Jahr 1409 belegte Jagd des polnischen Königs und litauischen Großfürsten Władysław Jagiello Bezug genommen. Aber erst unter König Sigismund dem Alten wurde 1538 eine Jagdordnung erlassen, die einer herrschaftlichen Monopolisierung der Ressourcen des Waldes gleichkam. Nach den Teilungen Polens traten die russischen Zaren an die Stelle der polnischen König. Eine Forstverwaltung nach deutschem Muster sollte ab 1804 für eine nachhaltige Entwicklung sorgen. Der Obelisk und die Statue, die zu Ehren des Sachsenkönigs August III. Und des Zaren Alexanders II. Aufgestellt wurden, zeugen davon, dass Naturschutz im Wesentlichen auf der Verbannung der einheimischen Bevölkerung aus dem Wald beruhte. Damit kommen wir zum
dritten Mythos. Als der Landschaftsmaler Iwan Schischkin dem Wald von Bjelavezja im Sommer 1892 einen Besuch abstattete, spielte der Wiesent in seiner Wahrnehmung keine Rolle. Zum Verdruss der Förster zeichnete Schischkin ein Bild von umgestürzten Bäumen und vermodertem Holz, das jeglicher Ordnung widersprach. Ein heute noch im Kunstmuseum von Minsk zu sehendes Gemälde trägt den bezeichnenden Titel Waldfriedhof. Zu sehen ist ein Fichtenhain, in dem mit einem Moosteppich überzogene Baumstämme auf dem Boden herumliegen und an schattige Gräber erinnern. Was den Wald in den Schutzzonen noch bis heute hin auszeichnet, sind neben den mächtigen Eichen und Kiefern in der Tat das Vermodern des Altholzes und das Sprießen von seltenen Pilzen und Flechten. Interessanterweise hatten Forstleute bereits am Ende des 19. Jahrhunderts die Metamorphose des Urwaldes in einen Fichtenhain beklagt. Verantwortlich für die Beeinträchtigung des Laubbaumbestandes waren zwei Faktoren. Einerseits Verbissschäden durch die Wiederansiedlung von Rothirschen, welche im 18. Jahrhundert verschwunden waren. Andererseits Versandungen, die auf Entwässerungsmaßnahmen zur Anlage von Wiesen für die Winterfütterung der Wiesente zurückzuführen waren. Darüber hinaus trat seit der Befreiung der Bauern aus der Leibeigenschaft auch noch die Konkurrenz von Hausrindern aus dem Umland hinzu. Vor diesem Hintergrund verwandelte sich der Forst allmählich in ein Wildgehege. Vierter Mythos. Der Wald von Bjelavezja gehört zu einem Gebiet, das seit der frühen Neuzeit eine Kontaktzone von Polen, Weißrussen, Ukrainern und Juden darstellte. Dörfliches Leben, traditionelle Werte und sozioökonomische Rückständigkeit prägten den Alltag der Menschen bis zum Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus. Mitte des 19. Jahrhunderts gehörten sie noch weitgehend der unierten Kirche an. Zeitzeugen bestätigen, dass sie einen ostslawischen Dialekt sprachen. Seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts registrierten Ethnographen die Eigenbezeichnung Hiesige, Tutesia, eine Option, die jenseits politischer Loyalitäten oder nationaler Identitäten ein diffuses Regionalbewusstsein zum Ausdruck brachte. In den polnischen Volkszählungen von 1921 und 1931 diente diese Kategorie zur Marginalisierung der weißrussischen Minderheit. Im Hinblick auf die Erwerbstätigkeit setzte sich seit der Zwischenkriegszeit vor Ort die Unterscheidung zwischen Forstleuten und Feldleuten durch. Heutzutage bezeichnen sich die Menschen allenfalls als Waldbewohner, Puschanzi, wenn sie eine Verbundenheit mit der Region zum Ausdruck bringen wollen. Hiesige spielen allenfalls bei der Abgrenzung von den Fremden, also zugewanderten Spezialisten, eine Rolle. Soweit also einige markante Schlaglichter. In einem zweiten Schritt sollen nun die Grundzüge der historischen Entwicklung aufgerollt werden. Als königliches Jagdgebiet blieb der Wald von Bjelavezja der menschlichen Nutzung weitgehend entzogen. Mitte des 16. Jahrhunderts wurden die ersten Treiberdörfer angelegt, die sich allmählich wie ein Ring um den Wald schlossen. Zu ihren Privilegien zählte die Nutzung der Wiesen als Viehweide und für die Heumat. Ende des 16. Jahrhunderts folgte die Errichtung eines Jagdguts auf der Lichtung von Bjelavezja. Damit war eine Infrastruktur angelegt, die die Entwicklung des Waldes bis ins 20. Jahrhundert bestimmen sollte. Initiativen zur Ausbeutung der Ressource Holz wurden seit dem 17. Jahrhundert immer wieder unternommen, blieben aber bis zum Ersten Weltkrieg wegen der peripheren Lage des Waldes ohne einschneidende Bedeutung.
An den unzureichenden Transportwegen scheiterten Ende der 1830er Jahre auch Bemühungen des russischen Marineministeriums. Dennoch wurde Mitte der 1840er Jahre in der Publizistik von Plänen einer Musterwirtschaft gesprochen. Konzessionen für den umfangreichen Schlag von Fichten, die an eine Berliner Holzfirma vergeben wurden, galten als strittig. Mit der administrativen Unterstellung des Waldes unter den zarischen Hof kam der Holzschlag erst 1888 endgültig zum Erliegen. Dafür wurde ab 1894 auf der Lichtung von Białowieża ein großflächiger Gebäudekomplex mit Jagdschloss und orthodoxer Kirche sowie zugehöriger Eisenbahnverbindung eingerichtet. Das Gitter auf der Karte lichtet das Wegenetz und die Abteilungen ab, die das russische Forstministerium Mitte des 19. Jahrhunderts anlegen ließ. Vom Urwald im eigentlichen Sinne kann seitdem nicht mehr gesprochen werden, nur von einem exklusiven Forst oder wie eben schon angedeutet, von einem zarischen Wildgehege. Unter deutscher Besatzung traten im Ersten Weltkrieg kolonialistische Ambitionen zutage. Die Militärforstverwaltung betrieb unter Georg Escherich, der in München nicht ganz unbekannt sein sollte, unter Georg Escherich betrieb sie Marketing für eine deutsche Musterwirtschaft. Auf der einen Seite sollte der Kahlschlag des Waldes den Bedarf des Deutschen Reiches an der Ressource Holz decken. Auf der anderen Seite sollte die natürliche Auslese einen Wildbestand erzeugen, der den deutschen Eliten ein Jagdparadies garantierte. Weil unter den Bedingungen des Krieges aber zu viele hungrige Menschen durch den Wald zogen, ließ sich die Ausrottung der durch Seuchen ohnehin dezimierten Wiesente nicht mehr aufhalten. Und das trotz umfassender Schutzmaßnahmen, die unter Rücksichtnahme auf die Weltöffentlichkeit für ein tierisches Naturdenkmal getroffen wurden. War der Abzug der zarischen Truppen aus Białowieża noch im Stile einer Politik der verbrannten Erde erfolgt, hinterließ die deutsche Armee Infrastrukturen wie Sägewerke und Feldbahnen, die von der Zweiten Polnischen Republik für eine neuerliche Holzausbeute genutzt werden konnten. Diesbezüglich ist insbesondere auf die Vergabe einer Lizenz an die britische Firma Century zu nennen. Während des Zweiten Weltkrieges diente der Wald von Białowieża zunächst als sowjetisches Naturreservat, Sapowietnik, und dann als deutsches Reichsjagdgebiet. Es kamen bevölkerungspolitische Flurbereinigungskonzepte zum Tragen, die von der Deportation vermeintlich polnischer Klassenfeinde bis hin zur Ermordung der Juden und der Niederbrennung von Dörfern reichten. Den sowjetischen Besatzern ging es 1939 anfänglich darum, die eigene Naturschutzpolitik zur Schau zu stellen. Allerdings wurde die Deklarierung des Waldes zu einem wissenschaftlichen Freiluftlabor schon nach wenigen Monaten wieder eingeschränkt. Die Behörden betrachteten die Schutzzone als eine Art Tierpark, um den herum Holzschlag betrieben werden konnte. Aufgrund des besonderen Interesses Hermann Görings wurde der Wald von Białowieża nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion ab 1941 als ein Reichsjagdgebiet betrachtet, in dem der Wiesent als germanisches Charaktertier sein Dasein fristen sollte. Damit gingen nicht nur eine drastische Reduzierung des Holzeinschlages und umfassende Schutzmaßnahmen für die Tierwelt einher. Im Zuge der nationalsozialistischen Radikalisierung der Landespflege zur rassistischen Neuordnung des Raumes kam es perfiderweise auch zu Erschießungen der jüdischen Bevölkerung und zur Vertreibung der übrigen Waldbewohner. Unter diesen Voraussetzungen erwiesen sich gelegentliche Versuche zur Etablierung sowjetischer Partisaneneinheiten als Illusion.
Bevor nun die Geschichte der wundersamen Rettung und Auswilderung der Wiesente geschildert wird, sei auf eine wenig bekannte Tatsache hingewiesen. Weil die Wiesente im Laufe des 19. Jahrhunderts von der Winterfütterung abhängig geworden waren, stellte sich ein Effekt der Domestizierung ein. Wegen der im darwinistischen Sinne begriffenen Degenerierung prognostizierten Spezialisten bereits um 1900 das Aussterben der Art. Darüber, ob der letzte freie Wiesent im Frühling 1919 von einem ehemaligen polnischen Waldhüter oder von einer deutschen Einheit um den Bruder von Hermann Löns erlegt wurde, lässt sich nur spekulieren. Der Maler Wilhelm Kunert, der Berlavezsa im Sommer 1916 besucht hatte, war von den letzten noch relativ zutraulichen Wiesenden jedenfalls derart fasziniert, dass er sich später die Mühe machte, sie auf einem Gemälde in einer Winterlandschaft zu verewigen. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass Kunert zuvor in Afrika Erfahrungen mit Löwen auf der Leinwand gesammelt hatte, wird der koloniale Blick auf den europäischen König der Tiere offenbar. Die Rettung der Wiesente geht dessen ungeachtet auf zwei polnische und deutsche Initiativen aus dem Jahr 1923 zurück. Einerseits auf einen Appell, den der Leiter des Warschauer Naturkundemuseums Jan Stolzmann auf dem ersten internationalen Naturschutzkongress in Paris formulierte, andererseits auf die unter der Ägide des Frankfurter Zoodirektors Kurt Priemel in Berlin erfolgte Gründung der Internationalen Gesellschaft zur Erhaltung des Wiesents. Die Wiederaufzucht begann 1929 in Berlavezsa zum einen unter Rückgriff auf reinrassige Exemplare der Flachlandwiesente, die Mitte des 19. Jahrhunderts an den Fürsten von Pless nach Schlesien gegangen waren. Zum anderen wurde vorübergehend eine Kreuzungszucht mit dem kaukasischen Bergwiesent oder gar dem amerikanischen Bison betrieben. Auf dem zweiten internationalen Naturschutzkongress deutete sich 1931 in Paris diesbezüglich eine pikante Rivalität zwischen polnischen und deutschen Wissenschaftlern an. Der Berliner Zoodirektor Lutz Heck vertrat die Auffassung einer genetischen Degeneration auf dem Wege der Hybridisierung entgegentreten zu können. Durch eine anschließende Verdrängungszucht sei die Regeneration eines authentischen Wiesens immer noch zu gewährleisten. Aufgrund der relativen Erfolge bei der Produktion von Jagdobjekten wurde unter dem Nationalsozialismus im Unterschied zum autoritären Regime in Polen über die Vernachlässigung der Reinrassigkeit hinweggesehen, zumal die Rückzüchtung des Auerochsen ebenfalls auf dem Programm stand. Vor diesem Hintergrund wurden in Białowieża vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges lediglich 16 zuchtfähige Wiesente registriert. Die nach dem Hitler-Stalin-Pakt erfolgte Vereinigung der belorussischen sozialistischen Sowjetrepublik mit West-Weißrussland oder den ehemaligen polnischen Ostgebieten und die im Rahmen der Friedensverhandlungen von Jalta und Potsdam erfolgte Westverschiebung Polens führten dann zu einer Teilung des Waldes. Immerhin hatten dank des Engagements sowjetischer und deutscher Forstleute 27 Wiesente den Krieg überlebt. Durch die Transferierung von 5 Tieren von Polen nach Weißrussland begann im Juli 1946 der Aufbau zweier unabhängiger Populationen. Während man sich bei der Auswilderung in Polen ab 1952 auf die Flachlandwiesente beschränkte, wurde im sowjetischen Teil ab 1953 mit Hybriden experimentiert. Erfahrungen mit Kreuzungen waren bereits in den 20er Jahren in Askania Nova am Schwarzen Meer gesammelt worden.
Nun wurde unter Berufung auf die fantastischen Theorien des Biologen Lysenko behauptet, der Wiesent-Bison gleiche sich wegen der Anpassung an die Lebensform Wald in der vierten Generation an das Erscheinungsbild des reinblütigen Wiesens an. Für beide Projekte, polnisch-sowjetisch, wurde im Zuge der Entstalinisierung 1961 eine gemeinsame Zielstellung gefunden, als sich die Wissenschaftler darüber verständigten, im gesamten Waldgebiet nur noch reinrassige Tiere zuzulassen. 30 Jahre später wurde mit 600 in Gehegen und der freien Wildbahn lebenden Exemplaren wieder an den Zustand der Zarenzeit angeknüpft. Seit den 1980er Jahren gilt die Art als gerettet, wenngleich der Genpool immer noch bedenklich stimmt. Auf der Karte hier sind die Kategorien verzeichnet, die den Wald von Białowieża im Laufe des 20. Jahrhunderts auszeichneten. Forst, Nationalpark, Naturreservat, Jagdgebiet und Welterbe heißen die Stichworte. Der 1932 von der Zweiten Polnischen Republik gegründete Nationalpark geht auf eine Schutzzone zurück, die bereits 1921 ausgewiesen wurde. Auf weißrussischer Seite wurden 1939 bzw. 1944 ein Naturreservat eingerichtet. Die UNESCO nahm den 5000 Hektar großen polnischen Nationalpark bereits 1979 in die Liste des Welterbes auf. 1992 kam auch die in Nationalpark umbenannte weißrussische Schutzzone hinzu. 2014 wurde dann einem gemeinsamen polnisch-weißrussischen Antrag entsprechend das gesamte Waldgebiet unter diesem Signum vereint. Im polnischen Teil war es sowohl in der Zwischenkriegszeit als auch nach dem Zweiten Weltkrieg angesichts ökonomischer Interessen an der Ressource Holz kaum möglich, den Schutz des Waldes außerhalb der engeren Zone des Nationalparks wirksam zu verbessern. Obgleich 1952 ein Institut für Säugetierforschung gegründet wurde, stand abgesehen von den Wiesenden weniger die Fauna als vielmehr die Flora im Rampenlicht von Wissenschaftlern und Förstern. Dennoch besitzt Białowieża ein Alleinstellungsmerkmal unter den polnischen Nationalparks, weil hier vor Ort Forschungen zur Zoologie und Botanik durchgeführt werden können. Dadurch mischen sich Wissenschaftler auch immer wieder direkt in lokale und überregionale Diskurse ein, während sie mit der einheimischen Bevölkerung eher wenig in Kontakt geraten. Symbolisch für die zunehmende Isolierung von den sowjetischen Fachkollegen und Kolleginnen war die Stabilisierung des Grenzzauns in den Jahren der Solidarność. Sowjetischerseits war für die Nachkriegsordnung ursprünglich die 1919 gezogene Kursenlinie vorgesehen, die den Wald von Białowieża noch als russisch erachtete, in Anführungsstrichen. Dessen Teilung war ein Zugeständnis Stalins an die polnische Exilregierung. Versuche der weißrussischen Parteielite, die Entscheidung mit Unterstützung von Wissenschaftlern aus Moskau zu beeinflussen, blieben erfolglos. Die Situation in der Nachkriegszeit gestaltete sich folglich chaotisch. Weil die Bewohner eigenmächtig aus der Evakuierung in ihre Heimatorte zurückkehrten, scheiterten die an die nationalsozialistischen Sanierungsmaßnahmen anknüpfenden Pläne einer Verlagerung von Dörfern und Gehöften in das Umland. Kurioserweise waren auch die Forstbetriebe aus einem Rechtfertigungszwang heraus bestrebt, den Holzschlag auch ohne staatlichen Auftrag wieder aufzunehmen. Abgesehen davon gebarten sich die Militärs innerhalb des Grenzstreifens als feudale Jagdherren. Interessanterweise wurde die Konzentration der sowjetischen Wiesenzucht im Wald von Białowieża
von der Allrussischen Naturschutzgesellschaft und der Moskauer Gesellschaft der Naturforscher massiv in Frage gestellt. Sie betrachteten den Wiesent als ein Symbol des Sowjetpatriotismus und traten für einen zentralen Wiesentpark in der Nähe von Moskau ein. Auf Initiative Chruschtschows wurde das sowjetische Naturreservat 1957 ohnehin in ein Wildreservat und Jagdgebiet umgewandelt. De facto existierten fortan die beiden widersprüchlichen Konstrukte, Wildreservat und Jagdgebiet, parallel nebeneinander. Weil der Wald der Parteielite als Kurort diente, verwandelte er sich für die Einheimischen zu einer Sperrzone. Chruschtschow war 7-mal zu Gast, Brezhnev 3-mal. Dementsprechend bestand die zentrale Aufgabe des Jagdbetriebes in der Vermehrung von Wildtieren. Infolge der Überhege kam es nicht nur zu Verbissschäden, sondern auch zu Stockungen bei der Auswilderung der Wiesente. Zur Erweiterung der Futterbasis wurden Flüsse begradigt und Sümpfe trockengelegt, was wiederum ein Absinken des Grundwasserspiegels zur Folge hatte. Letzten Endes wurde der exklusive Staatsforst erst am Ende von Glasnost und Perestroika in Frage gestellt. Im September 1991 wurde er nach polnischem Beispiel in einen Nationalpark umgewandelt, der nominell das gesamte Waldgebiet erfasste. Nach der Auflösung der Sowjetunion geriet der Weißrussische Nationalpark in das Fahrwasser seines polnischen Vorbildes und gelangte auf diese Weise im Rahmen internationaler Artenvielfaltprogramme zu Investitionen der Weltbank. Aus dem Stimulus, der sich daraus für die Forschung ergab, ließ sich jedoch keine Nachhaltigkeit ableiten. Obgleich der Nationalpark durch die Überführung in die Administration des Präsidenten 1994 statusmäßig aufgewertet wurde, musste er als nur teilfinanziertes Unternehmen eine rege Wirtschaftstätigkeit entfalten. Das führte mitunter zu bizarren Experimenten wie Pferdezucht und Gänsemast, die 1998 in der Errichtung eines Sägewerks am Standort der Nationalparkverwaltung gipfelten. Konflikte zwischen den einzelnen Interessengruppen, der Direktion, den Wissenschaftlern, den Förstern und den Anwohnern waren damit vorprogrammiert. Diese wurden aber dadurch unterdrückt, dass kritischen Stimmen mit Entlassungen entgegnet wurde. Die Weichen wurden dann durch keinen geringeren als den Präsidenten Lukaschenko bei den Jubiläumsfeierlichkeiten von 2009 neu gestellt. Lukaschenko deklarierte die Bjelaweschskaja Puscha schlichtweg zum Heiligtum und sah darin nicht nur eine Pilgerstätte für seine Untertanen, sondern auch ein Unterpfand für internationales Renommee. Nolens volens wurde damit das amerikanische Nationalparkkonzept reaktiviert, das das Naturerbe Wildnis mit dem Wirtschaftsfaktor Tourismus zu kombinieren trachtet. Einer in der ökologischen Wende der 1970er Jahre verankerten Eigendynamik zur Folge brach sich damit die Macht der Diskurse Bahn. Seit der Nobilitierung durch die UNESCO gilt die Republik Belarus in Sachen Naturschutz als Musterschülerin, die im Unterschied zur Republik Polen auch das entsprechende Diplom des Europarates verdient. Allen euphemistischen Symbolisierungen zum Trotz ist das Prinzip des Naturschutzes 2004 zuerst auf belarussischer Seite und dann 2015 auf polnischer Seite außer Kraft gesetzt worden. Beide Male diente der Borkenkäfer als Vorwand, über Sanitärhiebe massenhaft Holz zu schlagen. Markanterweise erscheinen insbesondere die Areale von Befall betroffen, in denen vor dem Ersten Weltkrieg die allmähliche Versandung zur Verbreitung von Fichtenhainen in einen zuvor von massiven Eichen und Kiefern geprägten Mischwald führte. Fast scheint es, als hole sich die Natur das zurück, was ihr der Mensch einst entrissen hat.
Auch die nach dem Zweiten Weltkrieg in Angriff genommenen Melioration war in dieser Hinsicht mit mancherlei Risiken verbunden. Daher spielt der Wiesent schon längst nicht mehr die furchterregende Rolle, die ihm in der frühen Neuzeit zugesprochen wurde. Sein Habitat ist im Übrigen nicht der Wald, sondern die Steppe. Als Opfer der menschlichen Intervention wurde er aber in seinem natürlichen Lebensraum bereits vor dem 18. Jahrhundert ausgerottet. Von seiner Wildheit ist nicht mehr allzu viel übrig geblieben. In Polen wird er als freundliches Kuscheltier bei der Vermarktung von Bier eingesetzt, in Weißrussland als flinkes Maskottchen der Eishockey-Weltmeisterschaft. Zum Imperator des Urwalds ist im 21. Jahrhundert der Borkenkäfer aufgestiegen. Und damit komme ich auch zur Zusammenfassung. In Zeiten, in denen sich die Umweltgeschichte dem großen Begriff des Anthropozän zu stellen hat, erscheinen menschliche Interventionen in die Natur von besonderer Relevanz. In der wechselvollen Geschichte des Waldes von Białowieża können wir unter den unterschiedlichen Regimen verschiedene Modelle feststellen. Das Jagdgebiet der polnischen Könige und russischen Zaren zog Verbissschäden und die Expansion der Fichte nach sich. Unter deutscher Besatzung ging es im Ersten Weltkrieg um die Ausbeutung von Holz und im Zweiten Weltkrieg um die Eliminierung der einheimischen Bevölkerung. Nach der zweimaligen Restitution Polens wurde eine Entrussifizierung der Kulturlandschaft und eine forstwirtschaftliche Nutzung betrieben. Das sowjetische Wildreservat und Jagdgebiet verstand sich zunächst als Freiluftlabor für die Forschung und dann als Vergnügungsmeile für die Nomenklatura. Seit der Systemwende partizipiert der Wald als Nationalpark und Welterbestätte an internationalen Naturschutzprogrammen, die Kapitalinvestitionen in die regionale Entwicklung versprechen und touristische Infrastrukturen voraussetzen. Gerade im Hinblick auf den letzten Punkt ist die Wirkmächtigkeit transnationaler Diskurse oder die Agency der Natur offensichtlich. Seit Beginn der 1970er Jahre haben sowohl Polen als auch Weißrussland an den Debatten über Biodiversität und nachhaltige Entwicklung teilgenommen. Aber erst nach 2009 wurde das amerikanische Prinzip des Nationalparks Wildnis schaffen für den Menschen begriffen und die Natur als Ressource erkannt. Während die weißrussische Nationalparkverwaltung zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch einen Krieg gegen die Wissenschaft führte und den Forst ökonomisch zu nützen trachtete, hat sie mittlerweile in der unberührten Natur ein Geschäft erblickt, das sich nicht nur touristisch vermarkten lässt, sondern auch internationales Prestige mit sich bringt. Die Republik Polen ist diesbezüglich hinter die vermeintlich letzte Diktatur Europas zurückgetreten. Vor dem Hintergrund eines neuen Kalten Krieges an Positiven zu vermerken, ist immerhin die Tatsache, dass es mitten im Wald von Białowieża ein Schlupfloch durch den eisernen Vorhang gibt, eine visafreie Passage für Fußgänger und Fahrradfahrer. In historischer Hinsicht überraschen jedenfalls die Zyklen, die die Entwicklung des Waldes bestimmen. Seien es die Nutzung als Jagdgebiet für die Eliten, Versuche der Errichtung einer Musterwirtschaft, die Vergabe von Lizenzen für den Holzschlag an auswärtige Investoren oder die Berufung auf den Borkenkäfer als Legitimation für Sanitärhiebe. In der Natur scheint sich alles immer zu wiederholen, daher sollte auch eine Seuche unter den Wiesenten durchaus für die Zukunft in Betracht gezogen werden. Damit komme ich dann auch endgültig zum Schluss. Die Ergebnisse des Projektes können in einem Buch nachgelesen werden, dessen Cover oder den Entwurf Sie hier auf der Folie sehen. Das Buch Wiesentwildnis
und Wilderbe wird im September im Bülow Verlag erscheinen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus